Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Schutz der Biodiversität, der Schutz der Artenvielfalt ist gleichzeitig ein Schutz und eine Sicherung der wirtschaftlichen, der Grundlagen der wirtschaftlichen Entwicklung, des Wohlstandes und auch der sozialen Entwicklung weltweit. Je stärker die Weltbevölkerung wächst, von jetzt 6,5 Milliarden Menschen auf in wenigen Jahren und Jahrzehnten auf über 9 Milliarden Menschen, desto stärker werden wir angewiesen sein, begrenzte Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Zur Senkung von CO2 wie auch zur Anpassung an den Klimawandel. Die Zerstörung der Artenvielfalt wirkt wie ein Beschleunigungseffekt nicht nur für den Klimawandel, sondern vor allen Dingen auch für die Vergrößerung der Armut auf der Welt und nicht etwa führt sie dazu, dass durch die Übernutzung oder durch die Industrialisierung die Armut bekämpft wird, sondern im Gegenteil. Also der europaweite und hoffentlich irgendwann. Deswegen ist das erste konkrete Ergebnis unserer Diskussion, dass wir in den kommenden Wochen, auch mit Blick auf den Gipfel in Heiligendamm, einen Stern Report, wie er über den Klimawandel existiert hat, für den Erhalt der Artenvielfalt erstellen wollen. Es geht um den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu steigern. Hier in Potsdam haben wir somit nicht nur erreicht, dass Biodiversität und Klimawandel mit den Instrumenten und mit den Ansätzen, die wir haben, wieder näher aneinander zusammengeführt werden, sondern dass wir auch den Schutz und die nachhaltige Nutzung dieser Ressourcen viel enger mit der wirtschaftlichen Entwicklung und mit den wirtschaftlichen Potenzialen der Zukunft verknüpfen. Andererseits, allerdings brauchen wir auch echte... Falsche Freunde für das Klima, stopp, geh ab! 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 Falsche Freunde! Können wir da oben weggehen? Können wir da oben frei machen?